Champions League Viertelfinale, unsere Tipps zur Runde der letzten acht. Wenn ich uns sage, meine ich mich, denn Chris ist beim Eimersaufen auf Malle und hat sein Handy demoliert. Kein Wunder, passiert. Aber wir haben natürlich uns ausgetauscht und die besten Tipps zu diesem Champions League Viertelfinale für euch zusammengetragen. Die Quoten für den Sieg der Champions League weisen natürlich Manchester City als klaren Favoriten aus. Und dann kommen auch die zweiten Engländer von Liverpool. Bayern als einzige nicht-englische Mannschaft in den Top 4, wenn es um die Quoten geht. Und Titelverteidiger Chelsea dann schon mit Riesenabstand nur noch die viertbeste Quote. Die krassesten Außenseiter auf die Champions League in diesem Jahr. Benfica mit einer Quote von 201 aktuell und Villarreal eine Quote von 81 und das ist ja der Gegner vom FC Bayern München. Die Spanier sind in diesem Spiel die Heimmannschaft, haben aber eine Quote von 6,0 und könnte eigentlich sagen, klarer Außenseiter, aber ist es vielleicht sogar noch ein bisschen zu wenig. Weil sie zu Hause spielen, sollte man sie vielleicht nicht unterschätzen. Bin ich aber kein Fan davon, weil wir wissen alle, wie stark der FC Bayern ist. Und Bayern hat mal wieder, wie so oft in den letzten Jahren, extremes Losglück gehabt. Benfica hatten sie ja in der Gruppe schon, jetzt geht's gegen Villarreal. Absolute Pflichtaufgabe für die Bayern. Was spricht dagegen? Goretzka ist wieder dabei, hat gleich mal genetzt. Und in Freiburg mit 4:1 zu gewinnen, egal wie lang da jemand auf dem Feld war dann beim Wechsel, ist schon eine Leistung. Also ich sag, Bayern gewinnt dieses Spiel. Die 1,63 auf Bayern ist auf jeden Fall eine Option. Dass hier viele Tore fallen, glaube ich nicht mal unbedingt. Ich denke, Villarreal wird sich eher hinten reinstellen und dann ist es die Frage, ob Bayern sie öfter knackt und ob Bayern dann anfällig für Konter sein wird, könnte man sich durchaus auch vorstellen. Aber dass es ein Schützenfest wird, wie anno dazumal gegen Barcelona oder gegen diverse andere Teams, wie erst jetzt gegen Salzburg im Rückspiel, ist nicht ausgeschlossen. Bin aber eher jetzt mal vorsichtig. Nach diesem Hinspiel wissen wir dann auch mehr. Asian Handicap minus 1 auf Bayern gibt eine Quote von 2,06. Für alle Bayern-Fans absolut machbar. Für alle, die Bayern nicht mögen, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, auf diese Mannschaft zu tippen. Gegen sie zu tippen würde ich aber trotzdem auch nicht tun, denn das ist natürlich umso blöder. Ergebnistipp 2:1 für Bayern. Dann gehen wir weiter zur schwächsten Mannschaft. Lissabon hat Heimspiel gegen Liverpool. Aber sie haben in der Saison immerhin Barcelona rausgekegelt aus der Champions League in der Bayern-Gruppe. Andererseits ist Liverpool halt einfach einer der Top-Favoriten. Trotzdem würde ich einfach auch nicht auf die Quote von Liverpool setzen. Das ist viel zu gefährlich und Asian Handicap auf Lissabon wäre hingegen einfach nur ein Gambling. Aber hier hast du halt kein Value, einfach wenn diese Drei-Wege-Quote auf Liverpool schon schlecht ist, dann ist die Asian Handicap-Quote meistens auch nicht wirklich attraktiv. Außer man geht davon aus, dass Liverpool die abschießt. Tue ich jetzt nicht. Ich würde fast sagen, hier ist möglich, dass beide treffen. Liverpool wird das am Ende vielleicht 3:1 gewinnen. Beide treffen für 1,88 ist auf jeden Fall eine gute Quote. Manchester City gegen Atletico Madrid, haushoher Favorit, weil City ja einfach Top-Favorit auf die Champions League ist und zu Hause spielt, das sind natürlich gute Argumente. Atletico hat aber durchaus Erfahrung mit der Stadt Manchester. Erst hauen sie nämlich Manchester United raus mit Cristiano Ronaldo, oh mein Gott. Und jetzt geht es eben gegen den Stadtrivalen. Ja, ist natürlich fast nochmal ein anderes Kaliber, denn dass hier Atletico sie nochmal durchsetzt, das glaube ich nicht. Aber auf Man City zu setzen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn bei der Quote. Könnte auch einfach so ein 1-0 sein oder ein 1-1 auch, aber ich traue Atletico halt in dem Fall nicht allzu viel zu. Traust du ihnen mehr zu? Schreib es gerne in die Kommentare oder überhaupt die Tipps, die du an diesem Champions-League-Spieltag hättest. Würde mich auch interessieren, schreib es mal rein. Dieses Spiel, da habe ich noch einen. Real hat ja Paris rausgehauen mit einem Benzema, der noch nie so gut war wie im Moment. Und wer es gehört hat, Chelsea hat gerade gegen Burnley in der englischen Liga verloren. 4 Gegentore kassiert, das ist eigentlich Chelsea unüblich. Also da könnte jetzt vor diesem Spiel gegen Real gerade ein bisschen der Haussegen schief hängen oder der Wurm drin sein bei Chelsea. Und das ist doch bei einer Außenseiterquote von Real super interessant. Und deswegen kann das doch eine Wette auf den Außenseiter, in dem Fall Asian Handicap plus 0,5, bedeutet Sieg oder Unentschieden Real Madrid mit einer Quote von 1,85 werden. Benzema
Habe ich gerade angesprochen, spielt wirklich die beste Saison seines Lebens, wenn es nach dem Toreschießen und Vorbereiten geht. Und der Junge hat ja schon viele sehr gute Saisons gespielt. Jetzt also in absoluter Topform wieder. Das könnte natürlich auch einen Unterschied machen. Bin deswegen der Meinung, Real wird das schon schaukeln. So haben wir schon alle vier Spiele dieses Viertelfinales auf einen Blick. Ich gehe davon aus, Liverpool wird in Lissabon leicht gewinnen. 3:1. Manchester City schlägt natürlich zu Hause Atletico Madrid mit 2:1. Chelsea verliert gegen Real Madrid mit 0:2. Und Bayern München gewinnt natürlich bei Villarreal mit 2:0. Und dann sehen wir uns wieder zur Bundesliga. Vielleicht ist Chris dann auch schon wieder vom Ballermann zurück. Lasst euch überraschen. Bis dann.